Willkommen zurück bei Miss Survival. So. Ja. Wir legen uns erstmal hin. Dass wir es dann so ein bisschen hell haben. Wir müssen ausbauen. Genau, wir werden wach, weil wir irgendwas gehört haben. Aber es kommt ja kein Gegner rein. So, was haben wir für ein Problem? Wir haben... Ich weiß, im Inventar zeigen würde. So gut wie jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, die Taschen voll. Ja. Irgendwie das Spiel am Ruckeln. Warum auch immer. Jetzt habe ich mir gedacht, wir bauen hier so ein bisschen um. Und stellen uns nochmal eine andere Hütte hier hin. Schauen wir gerade, wieso das Spiel so am Ruckeln ist. Nun ja. So, ach, sie steht hier rum und chillt. Moment. Wo ist denn Scott? Wurde er ausgesperrt? Oh, hallo Scott. Und zwar, du tust jetzt noch weiter Bäume fällen, denn wir brauchen Material. Also ich muss gleich nach der Aufnahme mal schauen, wieso das ab und zu so am Ruckeln ist. So. Wir bauen ein bisschen um. Mir wurde ja in den Kommentaren gesagt, dass ich mal mit leer, also wenn ich losgehe, mit leeren Taschen losgehen soll oder halt Sachen in Spinde packen soll, pipapo, damit ich halt mehr mitnehmen kann. So. Ist jetzt schon das Inventar voll? Wow. Das heißt, wir reißen erstmal ab. Jetzt möchte ich hier so ein bisschen ausbauen. Ausbauen zum Haus bauen. So könnte man die Folge nennen. Und zwar bauen wir hier so ein bisschen aus, damit wir hier noch eine Hütte hinstellen können, die nur dazu dient, Sachen einzulagern. Das ist jetzt der Plan von den nächsten paar Folgen. Und ich hoffe, dass es jetzt nur in dieser Folge so ein bisschen am Ruckeln ist. Ich schaue mir sonst alle paar Sekunden so zuckelt, ruckelt. Das ist echt kurios, dass es dann irgendwie auf 10 Frames runtergeht. So, dann möchte ich... Wir bauen jetzt erstmal ein ganzes Stück bis nach da drüben hin. Natürlich so, dass es am Überlappen ist. Bauen wir denn dann hin? Small Cabin, Hunting Cabin.
Stellen wir noch mal so ein Haus dahin. Na, schauen wir mal, wie wir auf den Platz hier hinkommen. Und es wäre natürlich nicht schlecht, noch so ein zweites Haus dahin zu stellen. Was dann wirklich nur als Lagerraum dient oder als Schlafplatz für die NPCs. Und ich dann mein eigenes Haus für mich habe. Haha. So. So, dann fange ich jetzt mal an, hier so einen leichten Bogen wieder zu machen. Ja, okay, vielleicht ein bisschen stark der Bogen, aber das geht schon. Wo ist eigentlich Scott hin? Soll halt hier gleich die Bäume wegmachen. Verrückt. So, weiter geht's. So, dann. Nee, ich glaube, das war so nix. So, zumindest ist es der Plan, dass wir für fast jedes Item, was es gibt im Spiel, einen eigenen Spind haben. Damit wir wirklich jedes Mal, wenn wir rausgehen, also zum Looten hingehen, alles mitnehmen können. Ja, alles. Muss ich mich hier aber jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Also wir werden jetzt noch sehr viel Material brauchen. Okay. Wollen wir mal loslegen. Was fehlt mir? Bretter und Loks. Aber hier sollte ja wirklich noch mehr als genug Material rumliegen. Nägel. Müsste doch überall noch Nägel rumliegen ohne Ende. Natürlich liegen die ganzen, klar. Haben wir denn noch Material da?
wäre jetzt so die nächste Frage, weil dann könnte sie nämlich schon mal wieder hier anfangen, Nägel zu craften. Ja, doch hier. Oh ja. Dann verprügeln wir hier mal noch das Auto. So, Nägel. Kann sie mich anfangen, hier mit den Nägeln zu arbeiten? Ach so. Die Nägel sind schon mal zu viel. Okay. Also das Projekt kann jetzt ein bisschen dauern. Wobei, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, wie wir angefangen haben, die Wand dahin zu bauen. Und da war es ja auch relativ schnell fertig. Die Nägel heben sich halt auch so wahnsinnig vom Boden ab. Ja, ich soll vielleicht mal was trinken. Also, ein bisschen. So, was brauchen wir noch? Lachs. Bah. Oh, der Hammer ist kaputt. Dann holen wir uns einfach einen neuen. Wollte ich das hier nehmen? Yep. Nehmen wir halt den und nehmen uns noch einen mit. Ich habe wieder so viel Mist dabei, ey. Naja, wenn wir dann genug Lagerplatz haben, können wir es wesentlich besser sortieren dann auch alles. Ob ich das dann machen werde, ist natürlich wieder was komplett anderes. So, aber schon, dass ich hier das Fleisch hin. Dass ich das so langsam mal verbrauche. Na.
Ja, ich dachte, da liegt vielleicht noch ein bisschen mehr Material rum. So, sign work, cut down trees. Nein, hängt der jetzt hier drin fest oder was? Und diese AI ist natürlich der Wahnsinn. So, dann mopse ich mir mal da so ein paar Nägel weg, die schon mal da gecraftet werden. Oh, Schale fertig. Nicht schlecht. Es ist schön, dass ich jetzt dann auch die Nägel da sehe. So, dann schnappen wir uns mal so ein gutes Stück Fleisch. Das können wir direkt aus dem Kühlschrank raus essen. Ja, es hat ganz gut geholfen. Brauche mehr Bretter. So, jetzt erstmal hier Holz einsammeln, bis es nicht mehr geht. Kann man hier Scott nicht irgendwie wohin schieben? Ich weiß auch nicht, wieso er sich jetzt genau hier vorstellt, wenn er nicht mehr weitermacht. Und da fängt es auch wieder das Ruckeln an. Zauberrad. So. Kann sie nämlich in der Zeit das Ganze da zersägen? Wieder Bretter rausbekommen? Die wir ja auch dringend brauchen. Oh. Ach, ich wollte noch einen Schluck trinken. Stimmt ja. Thank you.
So, und schauen wir mal weiter. Sieht man mal wieder gar nichts. Oh oh. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir erstmal ganz gut Holz. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mist Survival. Ciao.